Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind im Feindesland, auf Feindesgebiet und ja, wir reißen denen wortwörtlich die Wand ein. Und alles, was dazugehört. Denn wir müssen uns bis zu dieser Kathedrale da vorkämpfen, damit unsere Mönche sie bekehren können. Eine feine Sache. So, unsere Transportschiffchen müssen da oben wieder stehen. Das heißt, die werden beladen. Des Weiteren kriegen unsere braven Schöpfer da wieder neue Felder. Uwere. So, ja. Das wird schön beladen. Da werden wir vielleicht noch zwei, drei Mönche bauen. Du bist, glaube ich, eh voll. Du kannst dich eh schon, glaube ich, dann bald verschüssen. Wir könnten aber auch noch... Warte mal, wie schaut es unten einheitenmäßig aus? Sind wir schon tot? Wo sind sie? Da. Passt. So. So, kommt mal alle her da. So. Da schön bekämpfen. Ihr könnt es weiterrollen. Ihr könnt versuchen hier. Boah, da werden jetzt Triebwerke schön, ne? Haben wir noch irgendwelche Mönche? Ich glaube nicht, ne? Die sind schon alle tot wahrscheinlich. Großartig! So, schön kaputt machen hier. Schön kaputt machen. Wie schaut es da aus? Der erste Mönch ist fertig. Zwei, drei. Ich denke, drei werden wir schon brauchen. Ja, tut schön brav Gold sammeln. So. Ihr müsst jetzt nochmal in der Lage sein, das Tor einzureißen, ohne dass die Burg da uns komplett tötet und zerstört. Hoffe ich halt. Der Mönch muss weg. Ja. Alles weg. Irgendwie höre ich da immer noch einen Mönch. Haben wir dann wirklich noch einen im Dien? Schaut besser aus. Da oben ist so ein Würstel. So schaut das aus. Na fein. Ja, au. Ich muss schauen, dass da die Leute weiterkommen, ne? Wie schaut's mit Verkaufen aus? Fleisch können wir da en masse verkaufen. Holz nicht, aber Fleisch. Was, Platsch? Achso, ja. Ihr seid es tot, das passt schon so. Bisschen hiervon noch, vielleicht ein paar... Nein. Ballert ihr noch? Wie schaut's aus hier? Bitte bleibt zusammen. Ihr müsst schon ein bisschen schauen. Könnt ihr nicht einfach so blind durch die Gegend herumlaufen, ne, ihr Pfosten? Macht's auch die Gegner hin. Dasselbe hier, ne? Wo bist du denn? Da, Belagerungswaffen, ne? Was fehlt? Gold fehlt, ist logisch. Verkaufen wir halt ein bisschen, ausnahmsweise. So. Bitte herfahren. Warum werden wir jetzt ganz schön niedergemäht, ne? Wenn es wenigstens so gescheit wärt und euch da verstecken würdet, da so ungefähr hier so. Ich muss da mal abhauen, ne? Das geht so einfach nicht. Bitte voll beladen. Trefft sie denn gar nichts? Fahr hier hin. Das ist ja fürchterlich. Das ist wieder der eine, der nicht fahren kann. Der gar nichts kann. Wo willst denn du hin? Dieses Schiff raubt mir den letzten Nerv. Bitte, alter Schwede, ne? Geht's ihr da rein irgendwo? Passt. Bitte, hau mal ab. Gehst du noch irgendwo rein? Das wäre ganz schön. Da, da. Nee, nirgendwo. Passt. Bitte alle anvisieren.
Und da runter... Nein, dahin fahren. Bitte. Hier abladen. Unfassbar, oder? Wenigstens haben es ein paar Hampelmänner noch geschafft. So, ja. Natürlich werden wir verfolgt. Das ist ganz logisch. So, passt. Fahr weg. Lad dein Schiff hier ab. Passt. Ihr fährt wieder zurück. Ist ja unfassbar. So, immer schön hier mit den Leuten. So. Ja. Ja. Schön her, die sollen mal gesund werden. Dann holen wir da oben die nächste Partie ab. Gold wird auch schon langsam wieder mehr. So, wieder ein bisschen Fleisch verkaufen. Wir haben hier ein paar Sturmböcke, das passt. Dann könnten wir noch ein paar Bogenschützen basteln, also Armbrustschützen. Würde ich meinen. Ein bisschen warten. Fünf Mönche. 6 Mönche haben wir mit. Sehr gut. Wir müssen nur noch schauen, dass wir hier herkommen, dann geht's schon um, mein Lieber. Dazu müssen wir ja dann hier einfach durch, ne? Ich bin sogar am Überlegen, ob ich auf die Burg da verzichten soll, also mit dem Besiegen und so, ne? So, bitte füllen. Perfekt. Was könnte ich denn noch machen? Hier ein paar vielleicht noch. Boah, geht sie viel aus. Oh, schön. Jawohl, schön voll machen, ne? Ja. Wir haben schon angegriffen. Die Schweine. Schön, den da. Komm, wer droht? Ja. Du kannst auch rot werden da unten. Du sind... Was? Der gehört jetzt auch zu uns. Den da kaputt machen, bitte. Passt. Dann dürft ihr jetzt wieder heilen. Wer schießt da auf was? Alter! Los! Mach den kaputt! Geht irgendwas mit Reichweite? Ich würde sagen, ja, hier, ne? Ach ja, was fehlt? Nahrung und Steine. 400 Steine. Na, gratuliere. Ist teuer? Es ist teuer. Ah. Es ist richtig teuer. Zahlt sich ja gar nicht aus. So, bitte einsteigen. So, einsteigen. Wie schaut's aus da unten? Ich will da nicht ohne die Zeit verplempern. Ihr zwei tut's besser Pause machen, ne? Bitte bekehren. Und schon hin. Ihr könnt jetzt aber aus der Ferne die Burg da umschießen. Das wäre auch eine Idee. Na, geht das nicht? Ich soll's da durch. Ja. Na, bleib's mal da oben. Ja. Ja. So. Ja. Und den da. Muss ja gehen. So, inzwischen haben wir hier wieder Nachschub. Ja. Hat da noch irgendwo was Platz? Passt. Aha, schaut nicht aus mehr. Sind wir schon voll. Dann bitte herkommen und abladen. So, ne? Wie schaut's hier aus? Recht gut, bitte. Weiter von des Amtes. So. Schön nieder damit. Toll, einen hat schon wieder dahin gerafft, ne? Es ist so schön. Ja, ja. Ist jetzt so bald hin? Ja, mit einem wird nicht viel, ne?
So, da muss mir der Ausladen helfen. Dam, dam. Bam, 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 bam. Dam, dam, dam. Dam, dam, dam. Und geht schon weiter. Hopp, hopp. Ja, geht schon. Passt. Wer ist erledigt? Ihr könnt sich auch um den damit kümmern, also das Tor. Das ist auch keine so schlechte Idee. Passt, der ist auch hin. Können wir eigentlich die Burg einreißen? Ist ja wurscht. Wobei, die ist eh schon hin. Da wäre schon gescheiter, hier die einzureißen. Komm, bitte noch. Theoretisch müssten wir ja auch Damage machen können, ne? Sind ja auch Fernkämpfer. Ah, die müssen viel zu nah ran. Nix gute Idee. Oha! Ihr müsst da durch. Und zwar schnell. Wieder mit den Schwein da. Schön blätten, passt. So, jetzt können wir uns dann schon wieder sammeln, ne? Da ist erledigt alles. Meine Raumböcke, wo sind die? Ah, die fahren da oben, ne? Passt. Die müssen wir beschützen, meine Herren. Auf geht's. Dass ich soll, genau. Dass du sollst. Dann nehmen wir euch mit, ihr seid schneller. Ihr müsst Gas geben. Wie schaut's hier oben aus? Gleich beladen wieder. Machen wir wieder ein paar Chevaliers. Da können wir auch ein paar machen. Die Schwertkämpfer brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nicht. Alter! Hallo! Schützt doch meine Dinger da, ne? Schön die Krönchen, ne? Fein! Fein macht sie das! Fein! Ganz brav! Ganz fein! Ja, so ist schön! Boah! Wie haben sie platt gemacht? So, wie schaut's hier aus? Das schaut gut aus! Alter, es ist schon so ein Drecks... Irgendwo ist ein Dreckskatapult. Da, Dreckskatapult. Da ist wieder so ein Dreckskatapult. Was? Noch eins. Was? Das ist auch kaputt. Schön kaputt machen. Dann hier Dorfzentrum. Jetzt gleich mal hinfahren. So, wir marschieren weiter. Na, was macht denn ihr denn da? Gottes Willen. Bitte plätten. Da. Ja, ihr kümmert euch um die Deppen. Die Mönche bleiben einfach mal hier. Ihr tut's damit, du tust damit. Oh ja. So, und gleich ist soweit. Was? Und? Oh. Perfekt. Dann machen wir das da auch gleich platt. Oder du rollst mal. Du könntest ja. Lol, wie die da sich amüsieren, ne? Würdest du sterben? Passt. Bitte alle Dorfbewohner sterben lassen. So. Passt. Passt, ihr Mönchleins, ihr könnt euch ans Werk machen. Würde ich sagen. Ihr geht's bekehren, ihr beschützt. Passt. Ihr könnt da schon mal, das gehört weg. Das gehört dringend weg.
Sie müsst hier bekehren. So, du nimmst mit. Ihr könnt alle mithelfen. Ich hoffe, die überleben das. Ich hoffe, da steht keine Wache. Das wäre mir jetzt ganz lieb. Dann hätte man nämlich die Kampagne auch schon vielleicht geschafft. Juhu. Mhm. Ja, das Bekehren beginnt schon. Alter, Dreckschwein. Da oben ist auch noch so ein Scheiß. Der Dom gehört uns. Ja. Und somit auch ganz Mailand. Uhaha. Jawohl, geschafft. Sehr gut. Ja, wir haben gewonnen. Hurra, und eine neue Errungenschaft haben wir auch geschafft. Juhu. Sehr, sehr gut. Laufendes Spiel beenden. Oh yeah. Barbarossa ging mit den Mailändern nicht besonders sanft um. Als Antwort auf ein Verhandlungsangebot während der Belagerung schickte er die 6 italienischen Entsandten wieder in die Stadt zurück. 5 davon hatte er blenden lassen. Dem 6. wurde nur die Nase abgeschnitten, damit er die anderen 5 noch führen konnte. Norditalien wurde grausam unterworfen und unter die kaiserliche Herrschaft gestellt. Doch Italien sollte sich nicht fügen. Wenn es etwas gab, das die italienische Stadtstaaten noch wütender auf ihren Möchtegern Kaiser werden ließ, dann war es die Zerstörung Mailands. Oh. Sehr gut. Haben wir alles super hingekriegt. Okidoki. Dann würde ich sagen, schauen wir uns gleich das nächste an, oder? Der Lombardbund. Solange Barbarossas Ritter vor Ort waren, dauerte der Frieden an. Doch der Kaiser konnte nicht überall gleichzeitig sein. Immer wenn er nach Italien zog, loderten die Flammen in Deutschland auf. Und wenn er dorthin zurückkehrte, schmiedeten die Italiener ihre Pläne. Mailand war zwar unterworfen, aber die übrigen italienischen Städte beschlossen, Barbarossa zu bekämpfen. Sie schlossen sich zu einer Vereinigung zusammen, die als Lombardbund bekannt ist. Wenn Barbarossa vorhatte, Italien zu einem Teil des Heiligen Römischen Reiches zu machen, musste er den Lombardbund Stadt für Stadt erobern. Barbarossa verfügte jedoch noch über eine Geheimwaffe: Heinrich den Löwen und seine kampfstarken Truppen. Ja. Was müssen wir denn anstellen? Errichten Sie ein Weltwunder innerhalb der Stadtmauern von Venedig, Padua oder Verona? Aha. Hinweis: Die Lombarden sind ihnen voraus, also bauen sie Verteidigungsstrukturen auf, bevor sie ein Heer ausbilden können. Na, großartig. Unsere Militärstellung wird von den Lombarden angegriffen. Bleib bitte drin. Ich werde euch meine Ritter zu Hilfe schicken, obwohl ich befürchte, dass es zu spät ist. Wo sind die Ritter? Hallo? Was soll ich denn machen? Ich meine, das ist unser Untergang. Ritter? Wo sind meine Ritter? Bist du Feind oder Freund? Heinrich der Löwe, okay. Was willst du machen? Wir werden da voll aufs Maul. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, da müssen wir die Flucht ergreifen, oder? Halten, oder? Oder doch? Ja, alter Schwede. Los, geht's rein da. Komm, Flucht ergreifen. Und wir hauen ab. Nur wohin ist die Frage? Wir haben eh genügend Dingen. Ich glaube, wir fahren dahin. Da oben schaut's gut aus. Da haben wir viele Ressourcen. Will was zu essen. Ich glaube, das geht. Wenn wir hier uns gemütlich machen. Wir müssen jetzt unser Heer neu aufstellen, bevor wir Italien erobern können. Ja. Schön, das war richtig geraten, was ich mir da gedacht habe. Schön. Ja, ja, reiß nur wieder, Vollidiot. Wir werden uns schon wehren. Du kriegst zwar eine aufs Maul, wirst schon noch sehen. Was macht sie hier? Soll's auch fahren. Einfach mal daher ungefähr. Na, Servus, Kaiser, ne? Aber hier gibt's auch Fische.
unglaublich viele Fische. Schön daraus. Super, seid ihr gefahren, Schiffchen. Super. Ihr hättet auch ruhig anders den Weg da einschlagen können, ne? Aber ist ja wurscht. So, bitte abladen. Na komm, der eine spinnt wieder, ne? Da abladen. So, ihr zwei abladen hier. Passt. Der Rest von euch verschüsst sich mal. Ihr zwei abladen hier. Ihr zwei verschüsst euch auch mal. Und ihr sowieso. Passt. Ah, für den Fall, dass man nichts überlebt hätte. Okay. Dann wartet mal. Als erstes bauen wir uns ein hübsches Dorfzentrum. Ich würde sagen, wenn es geht, hier würde ich es gern haben. So mittig. Geht nicht? Will nicht? Warum eigentlich nicht? Ich hätte es aber gern da. Dann halt wenigstens so. So, ihr könnt schon mal anbauen, genau. Hallo? Wir haben da Feinde. Bitte, Schutz und so. Ihr könnt hier schon mal mit anfangen. Ihr baut es doch auf, ne? Das müsste doch gehen. Ein bisschen nachrücken, ein bisschen Speer sein und so, ein bisschen da, ne, Schaf einfangen. Hopp, Schaf einfangen. Passt. So ist gut. Jawohl, da wird fleißig gebaut, so sehen wir das gerne. Ihr könnt euch ja von mir aus noch hier hinstellen. So, ein paar von euch sollten aber schon Essen machen, ne? Und ein paar Holz. Würde ich halt vorschlagen. Oder? Ja, ne? Ja. Und du baust bitte den Hafen. Ich würde sagen, so hier. Irgendwie so, so ist er hübsch. Dann, bevor ihr da Stein... Na wohl doch, macht Stein. Macht Stein, wir brauchen viel Stein, hat's geheißen. Wie viele Dorfbewohnerleins haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Gut, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 haben wir dann. So, Häuschenbaum. Ich würde sagen, hier hin. Wo wäre? Wo wäre? 28. Buwere. 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 Na, beide. Buwere. 28. Buwere. 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 Bauen wir gleich mal ein paar. Buwere. So. Buwere. Mist, der Part ist auch schon wieder vorbei. Buwere. So, das müsste reichen. Dies war. Das war. Komm her, Schäfchen. So ist brav. Ihr zwei kommt auch hierher. Basta, wenn die Häusle gebaut. Das ist sehr schön. Genau, ihr, ne? Ihr fünf, was mache ich mit euch? Ihr könnt fischen. Fischen, fischen. So, ja. Perfekt. Da wird fleißig gearbeitet, das passt. Die Häuser werden auch schon gebaut, das haben wir auch gleich fertig. Wieso teilt ihr jetzt bei euch auf? Das ist mir echt ein Rätsel. Unfassbares Rätsel. Sollt ihr auch zusammenarbeiten? Ah, das macht die Ese brav. Okay. Gleich haben wir es soweit. Was können wir inzwischen tun? Dabei hier mal nichts. Können wir irgendwas anderes bauen? Wir können tatsächlich schon was anderes bauen. Würde ich gleich vorschlagen. Soll ich das hierher bauen? Ich glaube, da ist schon fast besser. Also eine Uni. Ein Kloster. Dann einmal Marktplatz. Durch hier hin.
immer tue ich falsch. Und einmal Schmiede. So. Als nächstes haben wir noch, jawohl, genau, haben wir genügend Platz. So, das sind die mal bauen. Sind auch gleich fertig. Dann haben wir 50, 55, 60, 65, 70 und 75. Perfekt. Du fährst mal auf diese Seite ein bisschen, dass die da Platz haben. So ist fein. Du kannst. Holzer. Nein, du bist beim Bauen. Da oben. Ja. Der nächste, der erscheint. Bereite. Ja. Du kannst helfen beim. Auch noch Holz. Jawohl. Ihr zwei sucht euch ein neues Ding, da zum Beispiel. Ich mache noch ein paar Minütchen, auch hier gibt es Überlänge heute ausnahmsweise mal wieder. Warum ausnahmsweise, ist ja immer so. Und dann werden wir auf die Schnelle mit den beiden Herrschaften hier da oben das Gold abbauen anfangen. So. Passt. 75, alles gut. So, ihr drei. Holz. Holz. So, seid ihr fertig? Passt. Ihr kommt jetzt. Ihr bekommt es hier. Ihr macht die Burg. Hier. Dann kommt die Waffenfabrik. Dann kommt das Waschen so, der Stall. Ah, der hat hier nicht mehr richtig Platz. Weil schon zu schief wird. Aber ist wurscht. Irgendwie wird er schon Platz haben. Vielleicht so. Dann Schießanlage. Oh Gott, so. Und brauchen wir Kaserne? Ich lasse die Kaserne mal weg. Das sollen die jetzt mal bauen. Arbeitssuchend haben wir hier zwei. Aha, da haben wir mehrere. Ich tue jetzt die Schäfchen übernehmen. Bitteschön. So. Hier ist alles entwickelt. Hier wird gerade, werden die Leute entstanden tun. Dann haben wir 30. Ich glaube 30 ist zu viel, oder? Machen wir 25. Oder das wird schon reichen jetzt, ne? So. Wir haben hier so viele Schiffchen auch, habe ich vergessen. Okay. Bitte. Ab ins Dorfzentrum. Passt. Ihr könnt wieder arbeiten gehen. Na großartig. Ja. Ihr müsst stabil weg. Du auch. Ihr zwei fängt an hier Dümchen zu bauen. Wir werden hier auch ein Tor bauen, glaube ich. Ich hoffe, das geht. Schauen wir mal, ob das geht. Wo? Mehr oder weniger. Würde ich es aber gern irgendwie so haben. Dann vielleicht schräg. Ja, schräg. Ja. So. Und hier, wenn es ist, noch eine Wand. So. Das passt. Kann man hier schön durch. Und dann kann der Turm hier auch schön. Warte, ich tu mal. Ich mach den Turm noch weg. Ich lasse die Dümchen hier schön am Rand entstehen. So, dann nehme ich da noch einen weg. Das soll beim Gold helfen. Drei sollen gut sein. Hier haben wir drei. Da haben wir viele und da haben wir auch viele. Gut. Hier oben bauen sie auch brav. Ja, ich glaube, Dorfbewohner haben wir, glaube ich, genug. Das müsste, glaube ich, schon passen. So. Passt, dann bauen wir auf, ne? Ach so, zuerst eine Verteidigung, bevor wir was anderes machen, hat es geheißen. Gut. Ihr seid da soweit. Gut, gut, gut. Dann. Bitteschön. Dann hier. Bu wäre. Dann.
Eigentlich könnte hier auch gehen. Ich hoffe, das passt dann auch schon. Ja, dies war. So, schön um das Dorfzentrum rum. So. Damit er nicht weit und viel zum Hatschen ist. Damit man auch gut Nahrung bekommt. So, geht sich das aus? Ja, volle Hütten. So. Jawohl. Und jawohl. Passt. Schön. Da haben wir genügend Zeugs. Nahrung brauchen wir 400 Holz, noch was. Ja, ja, das geht sich alles aus. Jesus, na, wir können schon entwickeln, ne? Die längste Zeit. Ja, das habe ich gewusst. Das war nur ein Test an euch. So. Das brauchen wir nicht, nur für den Fall, dass wir es verkaufen müssen. Ihr zwei seid auch fertig. Das ist sehr, sehr schön. Ihr könnt... Ihr könnt es eigentlich auch essen machen. Da wäre noch einer frei. Und da. So. Schön zurückfahren. Schön sammeln hier. Da wird eh fleißigst gebaut. Das ist auch schön, da läuft es auch recht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr zwei könnt eigentlich beim Gold helfen. Nein, ihr werdet beim Holz helfen. Ihr werdet beim Holz helfen. Wir haben hier gar nicht so viel Holz, ne? Wo kommen die Deppen eigentlich her? Da muss hier noch weitergehen. Das gibt es sonst nicht anders. Und da oben vor allem. Ihr tut es hier beim Holz einfach Holzer weiterhelfen. Das passt schon so. So, ihr stellt euch hierher, dass ihr da oben nicht stört. Und dann die Dorfwohner lassen wir hier spawnen, falls wir noch welche brauchen. Schön. Fein. Dann können wir auch schon langsam unsere Armee anfangen aufzubauen. Zuerst dann nochmal der Hauptturm. Ich muss den Part beenden, ne? Alter Schwede. Das fängt schon wieder an bei mir, ne? Geht sich der noch aus, nur zum Entwickeln? Nein, das Gold fehlt. Das liebe Gold fehlt. Aber jetzt. So, passt, sehr schön. In diesem Sinne, es lief ja heute gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Passt ja. Wir haben die vierte Kampagne begonnen. Und ich bin gespannt, wie, wann, wo wir unsere Gegner dann den Marsch blasen werden. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hab einen Frosch im Hals, weil der will auch Tschüss sagen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!